Ah, Mann, bleib doch mal da. Bleib doch mal da, du Drecksau. Wow, wow. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei Shadow of a Tomb Raider. Jawohl. Und wir sind wieder in Paititi angekommen. Und wir haben wieder ein paar Aufträge, beziehungsweise wir holen uns jetzt einen Auftrag. Hier bei diesem Herrn. Sprich mal. Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Auf. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Sairi, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Alles klärchen. So, dann schauen wir doch mal. Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal. So, hier war wieder Holz. Hier geht's hoch. Okay. Ne, hier war sonst nichts. Alles klar. Guck mal, hier können wir wieder eine Kiste aufmachen. Sehr schön. 1A. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Ah ja, hier ist Ätzli, aber mit dem quatschen wir später noch. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Quest. Um den Meisterbogen. Ah ja, müssen wir wieder da runter. So, da ist eine Leiter. Komm. So. Immer vorsichtig. Ja, mit diesen Schlappen. Diesen Inka-Sandalen. Ja. So. Außerhalb vom Dorf. Sehr interessant. Bin mal gespannt, was uns da erwarten tun tut. Ja, wollte gerade mal gucken, ob wir noch richtig sind, aber jo, sieht gut aus. Und es sieht gut aus. Ah ja. So, quatsch mal. Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Nicht sehr einladend, aber genau darum geht's ja. Ja. Genau. Du zuerst. Zuerst? Ich gehe da gar nicht rein. Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von ihm übrig war? Na los, nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste, wie nahe ich bei der Wildnis bin, könnte ich eine Woche nicht mehr sitzen. So, okay, hier. Hier muss sein. Haben wir hier mal wieder was? Seltsam. Überhaupt nicht angefressen. Jedes Tier könnte sich bedienen, aber keines hat es gewagt. Okay. Das sieht aus wie ein Opferaltar. Wow. Ein Opferaltar. Äh.
Warte mal, wo war jetzt nochmal die Anzeige? Ah, da. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Geh mal da weiter. Oha. Hier ist wieder ein Herausforderungsgrab. Es ist zu ruhig. Da draußen ist irgendwas. Ja, ich glaub's auch. So. Alright. Ah, oh, da hoch können wir gar nicht gehen. Okay. Gehen wir mal da weiter. Nee, komm mal. Nein, da kommen wir zum Herausforderungsgrab, oder? Aber gehen wir trotzdem weiter. Also müssen wir bestimmt wieder tauchen. Nee, dann bleiben wir mal. Dann bleiben wir erstmal hier. Der muss ja hier sein. Also der Meisterbogen. So, schauen wir doch mal. Gehen wir mal hier. Konnten wir hier lang? Ah ja, tatsächlich. So. Dann quetschen wir uns mal da durch. Sehr mysteriös alles, auch die Sounduntermalung. Aha. Der Meisterbogen. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Yep. Da ist er doch. Oh. Oh. Alter. Oh mein Gott. Wow. Oh fuck. Nein, nein. Okay, den haben wir gut gesetzt. Alter. Wow. Wenn er uns einmal verwischt, ne? Alter, bleib doch mal stehen. Wow. Ich krieg ihn nicht vernünftig anvisiert, ne? Wo ist er denn jetzt? Hier, wo ist er doch? Ah, ich glaube da, oder? Boah! Jawollo! Jawollo! Da ist zwei nice Shots. Jawoll! Okay. Ah Mann, bleib doch mal da. Bleib doch mal da, du Drecksau. Wow, wow. Yes. Haben wir ihn? Nein. Wow. So. Ganz cool. Puh, mal durchschnaufen. So, wo ist denn der? Ah, guck mal. Jawohl, wir haben ihn.
Der ist ja nur mit Goldfarbe angepinselt. Ist ja auch Beschiss. Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. Beschiss. Wenn wir nochmal zurückfinden. So, ich glaube hier. Ja, irgendwo. So. Kann man da hoch? Not really, not really. Ah ja. Alles klar. Ich glaube, so kommen wir wieder zurück, ne? Ja. So. So. Mal kurz gucken. Ja, wir müssen in diese Richtung. Dann wieder durch den Tunnel. Ja. Richtig. Sehr schön. Dann kommen wir wieder nach Paititi, können die Quest abgeben. 1A. So muss das laufen. So mag ich das. Keine Quest, die sich ewig hinziehen und so, ne? Ist ja auch blöd. Sinn. Mama, haben wir hier irgendwo einen Händler? Wäre nice. Oh, das nehmen wir nochmal mit. Nochmal Leder. Leder ist nie verkehrt. Nö, aber hier ist, glaube ich, nö. Hier ist kein Händler mehr, oder? Ist hier einer, mit dem wir quatschen können? Nope. Nö. Ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Alles cool. So. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir eigentlich alle Sachen für Edslys Ehrung. Ja, dass er endlich dann zum neuen König des Dorfes geehrt wird. Da seine Mutter ja gestorben ist. Eigentlich ermordet wurde. Ja, wir waren ja dabei. Wir haben es ja mitgekriegt. Dafür wollen wir uns ja noch rächen. Naja. Mama alles, ne? Nichts bleibt ungesühnt, sozusagen. So, hier müssen wir wieder durch. So. Wo ist er denn, der Gute? Ich glaube hier irgendwo. Oh man, an irgendeinem Feuer war er doch, ne? Hier ist er doch. So, quatschen wir gleich mal mit ihm. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Edslys Vater Sairi. Oh. Als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Was haben wir da bekommen? Oh, jetzt erstmal die Ehrung. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Edsli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Edsli, die Zukunft.
Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi! Ich präsentiere euch voller Stolz Ezli, Sohn von Onuratu, Sohn von Sairi und euer König! Yeah! Mankos Tunika. Oh, die wäre nicht schlecht, wenn wir die vielleicht uns anlegen können. Wir haben auch wieder einen Fähigkeitspunkt. Legendäre Bestie. Haben wir auch eine Trophäe jetzt freigeschaltet. Very nice. So. Okay. Gehen wir wieder daher. Unfassbar, wie erwachsen Ezli in der Kurve. So, okay. Dann schauen wir mal. Ein Fähigkeitspunkt. Das ist nicht gerade viel. Weiß nicht, ob wir da überhaupt noch irgendwas mit skillen können. Ob wir da nicht lieber warten, bis wir wieder ein bisschen mehr haben. Besser ist das, glaube ich. Yep. So, aber, ja, guck mal. Vielleicht können wir wieder was... ja, guck mal da. Wir können auf jeden Fall wieder ein Upgrade machen. Oh, wir können voll aufrüsten. Gekerbte Stütze, eine Pfeilstütze auf dem Schaft macht das Auflegen von Pfeilen einfacher und schneller. Ah, nee, den Rest können wir leider nicht machen. Schade, aber macht nichts. Macht überhaupt nichts. Dafür können wir hier wieder aufrüsten. Individueller Griff. Der verbesserte Griff ermöglicht ein besseres Halten und gleicht den Rückstoß besser aus. Können wir auch gut gebrauchen. So, bei der Schrotflinte gibt es auch was Neues. Und zwar den aufgebohrten Lauf. Der größere Laufdurchmesser bedeutet mehr Schrot und das bedeutet mehr Schaden. Nice! So muss es sein. So, dann gucken wir mal. Es wäre zu geil, wenn wir was herstellen könnten, aber... Sieht echt schlecht aus, auch hier. Ah, Mist. Echt schade. Fehlt einfach zu viel, zu wenig Leder. Zu wenig. Zu viel Leder. Naja, egal. So, macht auch nichts. Wollen wir uns nicht dran aufhalten, ist ja nicht relevant. Ne? Ist ja nur rein optisch. So. Okay, wo war denn Ezli? Jetzt wollten wir eigentlich mal mit Ezli quatschen. Wo ist er denn? Mama, wir müssen da auf jeden Fall ein bisschen Holz mit. Machen uns auch gleich mal wieder Pfeile. Denn nie verkehrt. So. Da ist er. Da steht der gute Ezli. Aber ich würde sagen, bevor wir mit ihm sprechen... Bevor es dann wirklich weitergeht, weil ich glaube, dann gibt es keinen Zurück mehr, werden wir diese Episode beenden. Ja, die war jetzt mal, hat jetzt mal eine gute Länge gehabt, gerade für die, wo nicht so gerne so ultra lange Let's Plays gucken. Ne? Aber gut, man muss ja auch dabei bleiben bei der Story. Ja, es geht immer weiter dem Ende zu. Wir hoffen, wir können Onuratu, nein, was Onuratu? Ich weiß schon gar nicht mehr. Die Namen bin ich nicht so geläufig. Aber wir müssen auf jeden Fall den Weltuntergang noch stoppen. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Episode. Seid auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn es heißt Shadow of a Tomb Raider. Wenn euch die Episode gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt ihr natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.